Und da bin ich wieder. So. Hallo! Auf diesen Moment warte ich schon lange, Jolle. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Teams? Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Jolle, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Creepy Musik. So, was hast du denn? Toll. Da kann ich jetzt mit Dennis sehr viel anfangen. Wo muss ich mir jetzt aufschreiben? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir seine Pokémon aufschreibe. Ja, auf jeden Fall, mit ihm kann ich hier nicht viel anfangen. Dave müsste hier, glaube ich, ganz... Was ist aber für ein 61? Alter, was ist das für Musik? Halt, halt. Geowurf. Versuche ich mal. Ja, Dave ist, glaube ich, tot. Jo. Ich hätte den Alex noch was leveln sollen. Ich lasse ihn mal Blizzard machen. Vielleicht reißt das ja ein bisschen was. Vielleicht friert er ja fest. Oh! Okay, gut, dann weiß ich schon mal, dass bei Sandama Alex gut ist. Simsala ist ein Psycho-Pokémon. Da könnte, glaube ich... Dave hätte da, glaube ich, was machen können. Chen ist, glaube ich, nicht so... Ich glaube, ich lasse Alex mal draußen und versuche nochmal... Blizzard. Na toll. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten! Okay. Nein! Oh, Alex, du bist doch so doof. Ich gebe dir mal einen Hyper... Ein Hypertrank. Hyper, Hyper! Mal der nochmal zu strahlen. Halt. Es hat noch mehr abgezogen. Toll. Gut, Dennis. Mach mal hier. Achso, du hast ja davon nichts mehr. Mach mal hier Donnerblitz. Vielleicht ist das ja ganz gut. Was macht das? Ich habe da eben nicht aufgepasst. Ich war mit mir selbst beschäftigt. Gott. Ich hätte mich heilen sollen. Oh, ich kann singen, okay. Das ist ja noch ertragbar. Genesung. Pennst du jetzt? Erholt sich. Nee. Schade. Manchmal ist Donnerschock irgendwie besser als... Oh Gott. Was ist denn gut gegen Simsala? Vielleicht der Christoph. Aber der Alex war ja auch ganz gut, nur der hat es halt dann nicht mehr so gebracht. Es ist halt blöd, dass ich Christoph nicht so vernünftig gelevelt habe, weil... weil der recht schwer zu leveln war hier irgendwie. Also das
das hat Ewigkeiten gedauert. Das war auch nicht so gut. Ach, kannst du mal mit deiner scheiß Genesung da aufhören? Ist ja wohl mal mega Asui. Christoph ist aber tot. Ich versuche es jetzt einfach mal mit Schänden, aber das wird nichts bringen. Achso, Schlafpuder wollte ich machen. Ach, hör doch mal mit deiner Scheißgenesung auf, Alter. Was ist denn noch falsch bei dir? So. Das ist ja schon mal. Da stand aber nicht, dass der fest schläft. Ah, jetzt steht es da. Okay. Ist das gut? Nee, habe ich mir schon gedacht. So, bitte jetzt wieder schlafen. Oh, jetzt macht er wieder so einen Kackattack. Hat keine Wirkung. Wenn ich das lese, hat keine Wirkung. Dann kriege ich wieder so einen Hals. Genesung. Das vielleicht. Haben wir denn noch? Den Lars hätten wir noch. Die ist aber jetzt auch nicht so hoch gelevelt, ne? Gut. Ich bin gerade auf der Suche in meinem Pokémon-Heftchen. Wo ist das hin? Weil da werde ich nämlich mal einen Blick da reinwerfen und gucken, was gut gegen Psycho ist. Dreckskinder da draußen, ey. So, mach du mal deinen Donnerschock und ich guck mal. Gegnerische Pokémon. Psycho! Da wäre gut. Flug. Ah, okay. Und Gestein. Nee, das war Käfer. Doof. Käfer ist gut. Geist und Unlicht. Käfer. Aber Shen hat keine normale Käfer-Pokémon, Käfer-Attacke mehr. That is a problem. Das sind nur so Psycho-Dinger. Ach, ja. Was war das erste für ein Pokémon? Ich hab das schon wieder vergessen, was das erste war. Ach. Muss ich... Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? Okay, ich könnte mir also wieder was kaufen. Es kommt jetzt darauf an, wo ich rauskomme. Ob ich wieder gegen Gary kämpfen muss, oder? Ja, ich werde mal meinen Speicherstand... Ich wollte gerade sagen, neu laden. Ich muss neu starten. So. Ich weiß nicht mehr, was das erste Pokémon von ihm war. Habe ich hier schon... Ja. Achso, ich... Ich werde jetzt einfach mal ausprobieren.
Kein Effekt, okay. Top-Trank. Kein Effekt. Äther. Ah! Okay. So. Ah, oh, was war denn sein erstes Pokémon? Also das, was ich jetzt gleich wahrscheinlich machen werde bei Ab... nee, was war denn? Ein Hypno-Abra? Irgendwie sowas. Oder Kadabra? Ich weiß es nicht mehr. Oder Simsal? Keine Ahnung. Ach, genau. Was habe ich denn hier eben genommen? Dave? Nee, ich habe Alex genommen. Nee, ich habe Christoph genommen. Oder? Feuersturm. Ah, habe ich das hier genommen? Doch, ich glaube schon. Also das, was ich jetzt gleich wahrscheinlich machen werde, ist, dass ich, ach, Christoph, Mann! Dass ich mit Shen das gegnerische Pokémon... angreifen, einschläfern werde und dann ein anderes hole. Ach, Christoph, eigentlich Level 50, das ist doch schön. Simsala war das, genau. Ja. Oder konnte ich das einschläfern? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ging nicht. Ich versuch's einfach nochmal. Ach Mann, ey, warum darf der... Das ist so unfair. Ah, sehr schön. Schläft. Okay, ich glaube, ich hole den Christoph wieder. Ich kann er mal schön Feuer darauf machen. Das hat sich voll... Ach, nicht dein fucking Ernst. Mann, warum darf der Wichser immer als erstes, ey? Oh, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Nee. Alex, habe ich Blizzard gemacht. Ach, hör mal mit deinem Kackuf da, ey. Warum darf der immer zuerst... Halt! Oh. Erdbeben könnte natürlich... Erdbeben, sag ich schon. Erdbeben könnte natürlich auch sehr gut sein. Hm. Ich darf auch mal zuerst. Dankeschön. Ich will mal gewissen, was er als nächstes hat. Oh! Ich glaube. Ich wollte gerade sagen, Dave dürfte dafür nicht so anfällig sein, aber da habe ich mich wohl vertan. Okay, Simsala hätten wir auch lieber. Schön erreicht Level 59, das ist sehr schön. Kokowai ist Boden oder Pflanze. Ich weiß es nicht. Ich guck mal gerade. Also nicht, was es ist, sondern... Oder? Ich könnte mal... Ich kann mal gucken. Was ist das denn hier sortiert? G?
steht hier gar nicht drin. Ja, dann gucke ich mal hier. Pflanze. Ne, hier oben muss ich gucken. Wäre Feuer gut? Feuer wäre gut. Stimmt. Eis? Gift? Flug? Käfer? Jo. Dann. Oh. Ist der noch am Leben? Nee, der ist tot. Dann kommt mal die Shen. Die schläfert das Vieh hoffentlich ein. Und dann kann ich in der Zeit ein bisschen heilen. Nein! Sehr gut. Ja! Aber das dauert immer so lange, bis das sich einsetzt da. Dann denke ich schon immer, na, das wird nichts, aber dann wird's doch was. So. Items. Und zwar Beleber. Auf Christoph. Ja. Ist aufgewacht. Das ist natürlich doof. Sehr schön. Fest. Item. Und ein Hypertrank. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich den noch irgendwie bei Laune halten kann, dass ich die anderen auch noch aufgeladen bekomme. Schnell fest. Beleber. Auf. Ich nehme mal Alex, weil Alex halt... Schnell fest, das ist natürlich noch besser. Weil der den Blizzard hat und der ist halt ziemlich gut, ne? Das ist jetzt das dritte, der hatte alle voll. Meine ich mal. Schläft fest. Sehr schön. Ich versuche da gleich mal mit, obwohl Licht ist, glaube ich, nicht so geil bei dem. Dave. Kennst du immer noch? Sehr schön. und ein Hypertrank an Dave. Und dann sind wir wieder alle aufgeladen. Soweit. Okay. Ist aufgewacht. Dann werde ich dich jetzt noch einmal einschläfern. Hoffentlich. Nee, hat keine Wirkung. Stampfer. Na. Halt. Okay. Nochmal. Dankeschön. Weil dann werde ich jetzt mal... Oh. Nochmal. Bitte schlafen. Schläft fest. Hier den Solarstrahl versuchen. Aber ich glaube nicht, dass der so gut ist. Nee. Das habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht. Haben wir noch Schlafpuder? Nee, haben wir nicht mehr. Alex. Okay, dann mache ich mal Feuer unter den Hintern. Nein! Fuck! Wurde bepflanzt. Okay, dann werd du mal bepflanzt. Ich hab Alex mit Christoph vertraut. Das ist so doof. Feuersturm. Nein! Kann ich... Darf ich die hier benutzen? Oh, sehr schön. Lustig, dass es so im... Also außerhalb vom Kampf nicht funktioniert, aber so. Gut. Okay. Austos. Austos war das. Danis. Das wird wahrscheinlich jetzt ein One-Hit, schätze ich mal. Ja, wunderbar. Jetzt müsste sein Drecks-Evoli kommen, ne?
Oh, 67. Ah ne, jetzt kommt Vulnona. Ist Feuer. Jetzt ich guck nur mal nach. Da könnte ich jetzt den Dings für nehmen, glaube ich. Feuer. Den Alex könnte ich da, glaube ich, für nehmen. Wasser ist gut. Boden. Gestein. Eis ist dann nicht gut, sehe ich hier gerade. Dann nehme ich Eis nicht. Dann. Nehme ich den Dave. Ich finde das irgendwie merkwürdig aus, das Pokémon. Rundenschlag! Entschuldigung. Macht aber schon Sinn. Weil das tut ja meine Verteidigung schwächer. Ich versuche jetzt mal einen Karateschlag. Yes! Okay. Blitzer. Ich werde nochmal nachgucken. Blitzer. Ist natürlich Elektro. Wo ist denn hier Elektro? Da. Boom. Da bleibt dann mal der Dave draußen. So, was für ein Level hast du denn? 65. Da war mir schon klar, dass das irgendwas Heftiges wird. Warte mal, das hier ist gar kein Boden, aber ja. Bist du jetzt tot? Weil Dave ist ja eigentlich Kampf. Sandan ist eigentlich. Das war so klar. Alex ist doch Boden, oder nicht? Dann machen wir hier einen Blizzard. Nadelrakete. Oh, ich hasse so Attacken, die immer wieder angreifen. Okay. Nein! Oh, Alex, konzentrier dich! Zweimal reicht. Dreimal reicht. Hör auf damit! War nicht so gut. Ich werde jetzt hier erstmal. Das ist ein letztes, ne? Übertrank. Auf Christoph. Oh, ich bin mit Alex draußen. Ich verwechsel die beiden immer. Entschuldigung, das war sehr laut, glaube ich. Na gut, dann Christoph. Mach mal Feuer auf den. Dann mal Flammenwurf. No. Oh. Shen. Hat aber, glaube ich, keinen Schlafpuder mehr, ne? Psystrahl noch zwei. Ist tot. Nee, nur paralysiert, das ist schön. Ah, jetzt ist Shen tot. So, aber jetzt müsste mein Pikachu das Ding eigentlich reißen. Es zieht auch nicht ganz so viel ab. Ging daneben. Das ist ein fucking Blitz. Das setzt alles in Schutt und Asche. So.
Mit Hilfe des netten Büchleins. Ist zwar für die goldene und für die silberne Edition, aber schaut man das jetzt mal raus, hier nochmal da reinzugucken. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Yay! Und ich habe 25 Minuten aufgenommen. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Es ist so langsam. Julle! Du hast also gewonnen. Glückwunsch! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Julle, du bist schon viel erfahrener. Viel erfahrener? Alter, ich habe hier die Pokémon-Liga gerockt. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Julle, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Julle, folge mir. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Julle. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champion der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Julle, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Julle, der sagt so auf meinen Namen, das ist ein bisschen gruselig. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ich höre mich ein bisschen an wie... Geldsack. Yeah! Pikachu. Level 67. Der Dennis. Shannon. Level 59. Dave. Level 58. Alex, Level 50. Christoph, Level 50. Lars, Level 53. Julle, Spielzeit 43 Minuten, 53 Minuten, 40 Minuten und bla. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hole dir bei meinem Gehilfen den EP-Teiler ab. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Pokémon Game Edition, Mitwirkende. Und da habe ich Pokémon durch. Aber wir werden gleich noch diese komische... die Höhle da besuchen. Da war gerade ein Rihorn, oder? Ja, da kommt alles mögliche jetzt. So sieht es aus. Ja. Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich werde jetzt schon mal mein Blabla dazu abhalten. Ein sehr cooles Spiel. Warum ist das so schief? Das ist nicht mittig, wie das da steht. Das stört mich ein bisschen. Ja. Genau, sehr cooles Spiel. Weil es halt auch so auf das Stern, wollte ich schon sagen, als auf das Stein-Schere-Papier-Prinzip so ankommt und so, was ich nicht verstanden habe teilweise. Was für mich auch manchmal einfach keinen Sinn gemacht hat. Ja, aber jetzt hier zum Ende habe ich mir dann doch noch das Heft zur Hand genommen. Und ich war noch ganz froh, dass ich da gespeichert habe an der Stelle, weil sonst hätte ich das Ganze nochmal machen können. Aber ja, das Level war ganz gut.
Ich hätte vielleicht zum Ende hin, also ich hätte vielleicht doch noch den Lars, den Alex und den Christoph noch ein bisschen weiter leveln sollen, aber da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr, weil das echt so lange gedauert hat. Weil mit Christoph konnte man jetzt auch nicht alleine irgendwie kämpfen, weil hat man den da alleine hingesetzt, dann wäre halt vorbei gewesen, wenn die einmal gesagt hätten. Ne? Auf jeden Fall steht jetzt Ende. Aber mir hat es auf jeden Fall gefallen. Vor allem die Musik und so. Musik ist halt toll aus dem Spiel. Ja. Kann man hier noch... Ja, man kann sogar noch drücken. Jetzt fängt es quasi von neu an. Aber... Wir sollten ja... weiterspielen können. Wo sind wir denn hier? Gehen wir mal zu meiner Mama. Was sagt die denn? Mutter, Jule, wenn du zu hart mit deinem Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja gut, dann legen wir hier auch mal eine kurze Pause ein und werden uns dann gleich direkt wiedersehen.